Seid gegrüßt. Ich möchte euch heute wieder einmal ein neues Bauteil vorstellen, mit dem man zum Beispiel Strom 3, Strom 0 so etwas machen kann. Das heißt, man kann im Grundriss ein Profil ziehen. Ich mache das mal höher, Strom 3, und das fährt dann im 3D eine 3D-Kontur ab. Man sieht die 3D-Kontur an der Unterseite als Liniengrafik. Das heißt, ich kann dann im 3D die Höhe des Teiles verändern, die Schnittpunkte verändern und sobald ich irgendetwas an meinem Profil ändere, ist das durchgängig im 3D auch gleich geschehen. Es gibt schon einige sehr ausgefeilte Objekte von Olivier Danton zum Beispiel, der allerdings noch von der Editierbarkeit seines Polygonzugs, das war jetzt gerade das, was ich geändert habe, wesentlich eingeschränkt war. Da muss man immer vorher sagen, wie viel man hat, und bei dem geht es aber, dass ich einfach in die Mitte reinfahre und muss dann ein bisschen aufpassen, wenn man neue Punkte setzt, um diese Verschneidungspunkte ordentlich hinzubekommen. Der aber dann von der Editierbarkeit begrenzt ist, und ich kann hier wirklich beinahe wie normales Zeichnen mich zum Beispiel an eine Geländeform anpassen oder eine Lisine eines Gebäudes nachfahren, ein Profil, das ich um das Gebäude herumlegen will. Und es soll eigentlich als Demo dienen, dass es eigentlich möglich sein sollte, komplette Freiprofile zu erstellen, die ich im Grundriss editiere, wo ich sofort sehe, was passiert, wenn ich es mache. Also da habe ich jetzt mal nur eins für ein Profil reingelegt, aber es könnten ja im Grunde genommen beliebig viele sein. Ich kann mich dann im Profil komplett frei bewegen. Also eine Funktionalität, wie ich es eigentlich von einer Profilwand gerne haben würde, ohne dass ich immer den Profil managen möchte, muss. Und vor allem, man kann eben diese Funktionalität, die ich mir von der Wand auch wünsche, ganz beliebig mich anpassen dann an Höhenpunkte. Nicht bei jedem Punkt. Offensichtlich. Da ist es schon wieder dieser Bug, der kann natürlich auch sein. Interessant, dass dieser Punkt jetzt nicht verschieblich ist. Ja, egal. Da drauf. Der ist okay. Strom 3. Ja, ich dürfte was mit dem. Ich zeig mal, wie man jetzt mit dem Gerät wirklich umgeht. Also, ich kann das einfach einsetzen. Ich habe hier einen komplett frei verschieblichen Querschnitt, mit dem ich auch polygonal machen kann, was immer ich will. Ich habe jetzt keine Kreise oder so etwas eingearbeitet. Ist ja auch egal. Hier sieht man nun das Teil eben im Querschnitt. Und wenn ich dann irgendeinen dieser Punkte in der Höhe verschiebe, geht das ordentlich mit. Ist natürlich günstig, wenn ich zuvor im Grundriss die Segmente einstelle, dann habe ich dann keine Schwierigkeiten mit
dem Verschieben der Ansatzpunkte. Es muss nämlich ums Eck immer gerade herum gehen, das ist das Problem. Sonst bekommt man sehr seltsame Verschneidungen. Wenn ich das zum Beispiel mal auf 0 setze, dann wird das Teil komplett komisch verschnitten. Deshalb immer diese Zusatzpunkte. Und die kann ich eben im Grundriss bei diesen Kreisen auch anpassen, auch verschieben. Ja, wozu, wie gesagt, um Geländeformen folgen zu können, um komplett freie Profile im Gelände erstellen zu können, um Gebäudekanten einfach nachzufahren, zu betonen. Gesimse zum Beispiel oder Dachkanten, wie auch immer. Und das Profil bleibt immer klar und eindeutig. Gut. Ja, da geschieht nichts. So. Templayer bearbeiten. Wo bin ich das wieder? Ah ja, hier genau.